Yo, Freunde, wir sind gerade auf Durchrasten auf unserem... Yo, Freunde, wir sind gerade auf Durchrasten unserem Server und wir haben neue Infos zu Team Evil. Wir haben ja gesagt, wir halten euch auf dem Laufenden. Vilko ist auch mit dabei. Was geht ab, Freunde? Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir stehen gerade vor dem Grundstück, Freunde. Wir wollen gar nicht lange fackeln und wollen direkt dem Ganzen auf den Grund gehen und direkt wieder zu anfangen. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt zu Team Evil, dann schreibt es in die Kommentare. Dann sind wie immer Team Evil einen Schritt voraus und wir wollen ja langsam Team Evil von unserem Server bekommen. Ich bin wirklich gespannt, was sich heute herausstellt. Und ihr seht schon, wir haben uns das Ganze noch nicht richtig angeguckt. Das Grundstück ist ja eigentlich ganz cool gebaut, so ein bisschen ja, im japanischen Stil, aber ihr seht schon, der gesamte Boden ist einfach aus Magma. Und wenn man da jetzt normal rüberläuft, kriegt man direkt Schaden. Deswegen muss ich hier rüber sneaken, dann kriegt man keinen Schaden. Hier sind auch schon mehrere User. Was? Wie viele User sind denn da? Ja, das spricht sich mega schnell rum, wenn sowas aufgedeckt wird. Ja, also der schreibt übrigens nicht die ganze Zeit in den Chat, wenn ihr zu Team Evil wollt, dann kommt hierher. Wir haben uns das Ganze noch nicht vernünftig angeschaut und wir sind undercover unterwegs. Das heißt, er weiß nicht, dass wir SkyGuy sind oder Forks oder ein Admin oder ein Supporter. Und, okay, was ist das hier? Überall steht Evil an den Wänden. Alle kriegen Schaden, weil die meisten wahrscheinlich nicht wissen, dass man sneaken muss. Der Enderkristall, ja, da sind wir noch gar nicht zugekommen. Das haben wir eben schon gesehen, deswegen bin ich jetzt noch gar nicht so erschrocken. Team Evil ist schon wieder dabei, einfach dreist Items zu duplizieren. Ihr seht das? Enderkristalle kann man so zurzeit gar nicht haben. Ihr seht ja, wie krass... Er hat gerade einen Enderkristall weggeworfen. Was? In die Menge. Einfach in die Menge? Ja. Zu den Usern unten im Keller? Freunde, ein Enderkristall ist unbezahlbar, weil den gibt es so noch nicht. Ihr seht ja, der schwebt einfach mitten in der Luft und ist wirklich ein verdammt krasses Item. Also ich finde es mega cool. Und das verdoppelt einfach Team Evil und verschenkt einfach dieses Item. Andere Leute sparen dafür mehrere Monate, um sich das dann kaufen zu können im Admin-Shop. Und der hat das direkt. Ich gehe mal hier direkt auf so einen Erdblock, dann kann ich auch mal ganz kurz was essen. Sag mal, wie viele sind denn hier? Grüße gerne an euch alle raus. Und ich hoffe, Freunde, ihr seid nicht hier, um zu Team Evil zu gehen, sondern um uns ein bisschen zu helfen und ein paar Infos zu sammeln. An dieser Stelle würde ich mich übrigens über eine positive Bewertung freuen. Und wie gesagt, Freunde, alle Tipps in die Kommentare. Ich würde mal sagen, wir schreiben dem einfach mal. Ich guck gerade, ob der mir geschrieben hat. Aber bis jetzt hat er mir noch nicht geschrieben. Ich schreibe dem einfach mal, oder Wilko? Ja, ne? Ja, ich schreibe dem einfach mal. So. Ich möchte zu Team Evil, oder? Was meinst du? Ja, irgendwie sowas würde ich auf jeden Fall schreiben. Ich möchte zu Team Evil. Mal schauen, was er antwortet. Caitlin, das ist ja eigentlich ein Mädchenname. Oh Gott, wir haben schon Schaden bekommen. Ey, es werden ja immer mehr... Oh, es sind sogar zwei Supporter da. Freunde, kurze Info. Wir haben gerade in unserem Rangshop ein Black Week Sale. Schaut euch das Ganze an. Alle Ränge sind mega reduziert. Bis zu 50%. Schaut euch das Ganze an. Den Premium-Rang gibt es gerade für 5 Euro und den Griefergott-Rang für 69 Euro. Schaut euch das Ganze an. Erster Link in der Videobeschreibung. Viel Spaß mit dem Video. Okay. Ihr seht schon, wie viele Spieler hier sind. Es ist unfassbar. Er schreibt, du willst zu Team Evil? Ja. Oh Gott, ich antworte mit einem Ja, Ausrufezeichen. Oh Gott, ich habe die Kiste geöffnet, aus Versehen. Oh Gott, schnell weg hier. Vielleicht denkt ihr, das hoffentlich ist ein Supporter, denkt das ein Bug. Aber. Ja, oder ein Supporter. Oh Gott. Freunde, ich bin echt nervös, weil Team Evil kriegt man nicht so oft zu fassen. Und wenn wir sie zu fassen bekommen, dann müssen wir uns mega beeilen, dass sie nicht sofort wieder weg sind. Weil ihr seht ja schon, Supporter sind direkt da. Und da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir hier nicht aufgedeckt werden. Wir sind, wie gesagt, mit einem Undercover-Account hier. Könnt euch das ja mal anschauen. Und ich hoffe einfach, er hat noch nicht zurückgeschrieben, scheiße. Er hat noch nicht geschrieben, ich spring mal wieder auf die Kiste. Dann kann ich mir das hier mal vernünftig angucken, wie viele einfach hier sind. Ey, ist das krass. Oder ich möchte nochmal in den Keller. Freunde, hier ist einfach ein Zaun. Dann steht hier überall mit Bannern Evil. Ich weiß auch gar nicht, wie sie immer an diese ganzen Banner kommen. Er schreibt, da muss ich den Personalchef fragen, der Leiter... Der leitet das dann an Erebos weiter. Einen Personalleiter. Oh Gott, ich sterbe gleich. Die haben einen Personalleiter. Die haben einfach einen Personalleiter. Ich habe eben gesehen, dass Team Evil sogar ein Teamspeak hat. Freunde, wenn ihr mal wollt, dass wir auf diesen Teamspeak gehen, lasst mal ein Like da. Dann checken wir das mal ab und schauen, ob wir da vielleicht auf Erebos treffen. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das wollt. Und ich weiß, also ja, was hat er denn geschrieben? Die haben einen Personalleiter? Da muss ich zum Personalchef und fragen. Der leitet das dann an Erebos weiter. Also irgendwie ist das
ziemlich, ziemlich komisch. Und ich möchte mir nochmal das Grundstück vernünftig anschauen. Ich gehe mal ganz kurz in den Game Mode 3. Okay, hier geht's auch noch runter. Okay. Und schaum. Ja, hier sind wieder. Wilko. Was? Schau Alter, dir mal die Kiste an. Guck mal, was er in den Chat geschrieben hat. Was hat er? Verpiss dich, Gammel-Supporter. Also, stopp mal. Wie asozial sind die denn? Wilko, diese ganzen Kisten sind voller Enderkristalle. Ey, die haben schon wieder so viel Items dupliziert. Guck dir das mal an, Wilko. Mich wundern übrigens, Freunde, dass die Supporter nicht machen. Nein, die konfisziere ich alle. Die wissen gerade, dass wir gerade ein schönes Video aufnehmen, um das Ganze mit euch zusammen aufzuklären. Deswegen, ich werde jetzt hier direkt... Die, nicht. Die sehen, dass das unsere Zweitaccounts quasi gerade sind, die hier gerade... Das muss alles geklärt werden. Wilko, das ist mir jetzt egal, ob der das sieht. Ich schreibe hier, dass das geklärt werden muss. Clearen. Dass das alles beschlagnahmt ist und konfisziert. Clearen. Und weiter. Nächste, auch clearen. Das kann doch nicht sein, dass der so viele verdoppelte Enderkristalle hat. Freunde, wir sind schon wieder einen kleinen Schritt weiter. Wir haben jetzt hier ein Lager, wo so viele Enderkristalle sind. Mal ganz ehrlich, ich muss wirklich sagen, so viele Enderkristalle habe ich noch nicht gesehen auf einem Grundstück. Auch noch nicht auf einem... Er räumt gerade die ganze Truhe leer. Ja, das bringt ihm leider auch nichts mehr, weil wir sind gerade hier. Ich würde mal sagen, ich nehme jetzt hier direkt einen Lava-Eimer. Aber, Freunde, er zerstört das. Wie, er zerstört was? Oh Gott, ich mache einfach direkt alles voller Lava, dass er auch stirbt. Oh Gott, oh Gott. Weil, Freunde, wir haben noch so eine verdammt krasse Information. Ich gehe jetzt mal nach oben. Und dann werde ich euch mal ganz kurz was erzählen. Ich hoffe, ihr seid bis jetzt dran geblieben. Wie gesagt, alle Tipps wieder in die Kommentare. Ihr müsst zuhören, Freunde. Wir haben mit jemandem gesprochen, der jetzt aus Team Evil rausgegangen ist, deswegen auch der Titel. Und der hat uns erzählt, deswegen passt genau auf. Team Evil verschenkt ja einen sogenannten Verdopplungs-Duplizierer-Hack-Client. Den gibt es kostenlos auf deren YouTube-Kanal. Installiert den euch nicht, denn wenn ihr euch diesen Client installiert, dann haben sie eure Minecraft-Passwörter. Das heißt, lasst die Finger davon. Das ist wirklich, wirklich, wirklich einfach nur Scam und bringt euch gar nichts. Die geben ihre Duplizierer-Tricks nicht raus, nur innerhalb des Teams, und installiert euch das nicht, denn wenn ihr das tut, dann ist euer Minecraft-Account weg. Hat er irgendwas übrigens geschrieben? Übrigens, Freunde, ne? Das muss ich nochmal ganz kurz sagen. Gestern hatte der Server kurz Schwierigkeiten. Ja, ich schreibe. Das kam, weil Team Evil den Server kurz angegriffen hatte. Also wundert euch nicht, wir haben auf jeden Fall da direkt eine Lösung für gefunden, ja. Freunde. Ich habe übrigens ihr gerade mal geschrieben, dass sie einfach nur dumm ist. Und Freunde, da kann man auch nichts anderes sagen. Was soll man denn da sonst sagen? Wie würdet ihr reagieren, wenn einfach ein Hacker-Team auf den Server geht, allen den Spielspaß nimmt und dann so eine asoziale Scheiße abzieht? Hier auf dem Grundstück, schaut euch mal an, wie viele auch noch hier sind. Guckt euch mal diesen Enderkristall an. Moralspaß. Das stimmt, Freunde. Wir sind auch Moral. Wir haben da auch eine Moral. Für die Leute, die das nicht wissen, Freunde, das ist so eine Einstellung. Man möchte ja anderen Leuten nicht schaden. Habe noch so viele Items. Richte Erebos aus, dass es bald ein Ende hat. So. Er schreibt, bann mich doch, Lappen. Drecksmod. Er denkt, wir sind ein Moderator. Was? Ich habe jetzt noch geschrieben, richte Erebos aus, dass es bald ein Ende hat. Freunde, wir werden alles dafür tun, dass Team Evil keinen Platz mehr auf solchen Servern hat. Egal ob auf Griefer Games oder auf Durchrast oder auf anderen Servern. Oh, kannst mich nicht mal bannen, oh. Stopp mal, wer bist du, schreibe ich erstmal. Wer bist du? Ist das, aber nicht, dass das nachher Erebos ist. Stell dir das mal vor. Wilko? Weil wirklich wissen tut man das ja nicht. Ich weiß nur, dass Team Evil durch euch, weiß ich das, dass die viele, viele Accounts haben. Und Erebos kann ja auch seine Accounts wechseln. Tja, bin allgemein bekannt. Ist das Erebos? Oh Gott. Wilko, haben wir das hier gerade mit Erebos zu tun? Ich weiß, ich frag doch einfach mal ganz, ganz dreist nach. Soll ich mal ganz... Bist du Erebos? Nicht, dass die schon wieder weggehen. Nicht, dass jetzt... Oh Gott, Freunde, vielleicht sind wir jetzt einen Schritt näher. Wo ist sie nochmal? TPO oder er? TPO Catelyn. Da. Oh Gott, ich nehme mal direkt eine Fackel in die Hand. Platziere mal ein paar Fackeln hier. Vielleicht... Ja, das bin ich. Was? Das ist Erebos gerade? Was? Das ist doch nicht Erebos. Freunde, was ist denn jetzt los? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich weiß nicht.
ob wir es jetzt wirklich mit Erebos zu tun haben. Hey, guck mal, was dein Chat geschrieben hat. Hashtag, Hashtag, Hashtag Evil Alarmcode 3334. Oh Gott. Freunde, haben wir es hier gerade mit Erebos zu tun? Ciao. Er ist weg! Er ist weg! Er ist weg! Er ist schon wieder ein... Wie komisch ist das denn? Alter, Philipp, es sind wieder 12 disconnected, als er das geschrieben hat. Wir haben schon wieder Team Evil verpasst. Freunde, wir hatten es vielleicht gerade höchstpersönlich mit Erebos zu tun, aber wir sind jetzt schon mal einen Schritt weiter, weil jetzt haben wir seine IP und können die jetzt erstmal bannen, dass er jetzt erstmal nicht mehr raufkommen kann mit anderen Accounts. Das wird zwar nicht lange dauern und dann ist er wieder drauf, aber Erebos, falls du das siehst und Freunde, ihr könnt ihm ja auch nochmal eine Nachricht in die Kommentare packen, weil ich glaube schon, dass er das Ganze sehen kann und sich das auch anschaut. Erebos, falls du das siehst, bleib einfach von unseren Servern weg. Wenn du was gegen uns machen möchtest, mach das direkt gegen uns, aber nicht gegen unseren Server, weil da spielen auch Abonnenten von uns drauf und Zuschauer oder generell Leute, die einfach Bock haben, auf einem Minecraft-Server zu spielen und du versaust denen das. Freunde, ganz ehrlich, ich bin auf eure Tipps gespannt und auch auf eure neuen Infos. Bringt immer mega Spaß, die Kommentare durchzulesen. Ist auch mega interessant. Lasst ein Like da, damit wir gegen Team Evil kämpfen. Ich würde sagen, Freunde, wir halten euch auf den Laufenden. Wenn, falls nochmal was passiert mit Team Evil, dann kommt nochmal ein Video. Und dann würde ich sagen, Freunde, wir sehen uns spätestens morgen zum erneuten Video. Wir werden jetzt das Grundstück clearen und alle Accounts bannen, die eben gerade disconnected sind. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.